Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag doch Charterbar. Ja, in der heutigen Folge geht es um das Thema erster Charterturn als Skipper. Das erste Mal die Verantwortung haben, das erste Mal selber dieses Schiff führen, das erste Mal den Yachturlaub als Chef auf dem Schiff verbringen. Ich weiß, wir haben in der Vergangenheit schon zig Videos gemacht mit Tipps und Tricks zum Thema Yachtcharter. Aber heute möchte ich mich wirklich mal fokussieren auf die Dinge, die essentiell wichtig sind, wenn man das erste Mal Skipper ist. Ich habe mir hier mal 10 Punkte rausgesucht, die möchte ich euch gleich vorstellen. Vorher aber noch die kurze Info für all diejenigen, die ja vielleicht das erste Mal gerade zufällig auf diesen Kanal hier gestoßen sind, auf dieses Video. Solltest du das Thema Yachtcharter und Meer und Urlaub auf dem Wasser genauso lieben wie wir, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, diesen Kanal zu abonnieren und vergiss auch nicht, die Glocke zu betätigen, denn nur dann wirst du auch informiert, sobald ein neues Video von uns draußen ist. Ja, dann steigen wir gleich mal in die Thematik ein. Das erste Mal Skipper, der erste Turn, es kribbelt schon, ja, man will sich da vorbereiten, worauf soll ich achten? Punkt 1 meiner Meinung nach, bitte achtet darauf, dass ihr die richtige Crew mit dabei habt. Damit meine ich, ihr solltet nicht nur darauf achten, dass ihr sagt, ach, ich möchte meine Familie, meine Kumpels und all diejenigen dabei haben, was natürlich schon wichtig ist. Aber ihr solltet auch daran achten, dass zumindest 1, 2 oder noch besser 3 Personen aus dieser Crew auch schon mal auf einem Schiff waren, auf einem ähnlichen Schiff waren, auch schon mal einen Turn gemacht haben. Im besten Fall jemand, der vielleicht schon mal mit euch zusammen als Crewmitglied auf dem Schiff war. Denn das wird euch Sicherheit geben, wenn ihr auf dem Wasser seid. Das wird euch davor bewahren, dass ihr euch allein gelassen fühlt. Und das ist natürlich nochmal eine andere Sache, gerade wenn man das erste Mal die Verantwortung hat. Wenn ihr dann nur Crewmitglieder habt, die noch nie auf dem Boot waren und die komplett auf euch angewiesen sind, kann es dann doch eher mal zu einem kleinen Problem führen, vor allem auch psychisch, was den Druck betrifft. Und man möchte ja Urlaub machen. Und deswegen ist es wichtig, wenn man da 1, 2 Personen noch einfach hat, mit denen man das so ein bisschen teilen kann, denen man da auch ein bisschen Verantwortung mit übergeben kann. Punkt Crew, komme ich gleich zum zweiten Punkt, das ist das Crew-Treffen. Natürlich macht man immer ein oder man sollte immer 1 oder 2 Crew-Treffen im Vorfeld machen. Wenn es euer erster Turn ist, dann ist das umso wichtiger. Die Crew soll euch als Skipper wahrnehmen, schon bevor der Turn stattgefunden hat. Und ihr sollt die Möglichkeit haben, eurer Crew auch zu zeigen, dass ihr ein Skipper seid. Dass ihr euch auch vorbereitet, dass ihr euch auch im Vorfeld schon Gedanken über die ganze Geschichte macht und ihr lernt hier auch natürlich die Crew entsprechend kennen. Das ist schon wichtig. Gehen wir gleich weiter zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist die richtige Revierwahl. Klar solltet ihr jetzt nicht irgendein Revier wählen, welches ihr noch gar nicht kennt, beziehungsweise ein Revier, welches vielleicht auch mit ganz anderen Witterungsverhältnissen auf euch wartet, als die Reviere, die ihr bisher gesegelt oder besegelt seid. Im besten Fall ist es natürlich das Revier, was ihr schon mal besegelt habt. Als Crewmitglied, wo ihr vielleicht schon auch die eine oder andere Bucht kennt, wo ihr auch schon die Marinas ein bisschen kennt. Das gibt einem einfach Sicherheit und ist meiner Meinung nach gerade das erste Mal, wenn man auf dem Wasser ist, wichtig, denn da ist man so sehr damit beschäftigt, dass man alles richtig macht, was das Schiff betrifft und was die Manöver betrifft. Alles, was dann noch zusätzlich hinzukommt, kann ein bisschen belastender sein, als wenn man jetzt schon so ein paar Turns hinter sich gebracht hat. Das nächste ist, was das Revier betrifft, auch die richtige Planung im Vorfeld. Also die Turnplanung, die Revierkenntnis, selbst wenn man schon mal vor Ort war. Wenn man als Skipper vor Ort ist, ist immer noch mal etwas anderes. Das heißt, es gibt diese Hafenhandbücher, es gibt natürlich auch Karten, die man sich im Vorfeld kaufen kann. Und all diese Dinge, die würde ich mir, wenn ich das erste Mal auf dem Wasser bin, das erste Mal als verantwortlicher Skipper unterwegs bin, würde ich mir schon mal im Vorfeld holen, würde ich mir schon mal durchlesen, anschauen, würde einen gewissen Plan machen. Nicht ganz hundertprozentig den Turn durchplanen, auch da haben wir schon mal einige Beiträge drüber gemacht. Aber ihr solltet wissen, worauf ihr euch einlasst mit dem Revier und diese Information im besten Fall natürlich auch mit der Crew im Zuge der Crew-Treffen auch teilen. Das gibt euch auch Sicherheit natürlich vor Ort, wenn ihr wisst, okay, in dieser Bucht ist es jetzt voll, aber ich weiß, da drüben ist noch eine andere, die habe ich mir auch schon angeschaut, die ist mindestens genauso gut. Und wenn ihr die Entfernungen ungefähr kennt, wenn ihr wisst, welche Gefahren eventuell in dem Revier hier oder dort auf euch warten, das gibt einfach die richtige Sicherheit. Der nächste Punkt, klar, aus Eigeninteresse allein schon, nein, ist wirklich ganz, ganz wichtig.
Ihr solltet definitiv über eine renommierte Agentur buchen, wie wir zum Beispiel eine sind. Das ist einfach essentiell, denn gerade am Anfang hat man doch die ein oder andere Frage und man ist dann auch schon auf jemanden angewiesen, der einem hier ein bisschen Hilfestellung geben hat. Ich meine hier wirklich nicht nur die Auswahl des richtigen Schiffes und des Revieres. Natürlich ist die Beratung einer Agentur sehr wertvoll. Wir können euch über die Reviere der ganzen Welt beraten und können euch die Schiffe bei den richtigen Vercharterern natürlich auch vermitteln, was ja auch extrem wichtig ist. Gerade auch, wenn man sich nicht auskennt in der Branche. Aber es geht hier zum Beispiel auch darum, was ist, wenn vor Ort mal was passiert? Was ist, wenn ich mal eine dritte Meinung brauche? Was ist, wenn ich mit dem Vercharterer vielleicht nicht einer Meinung bin? Was ist, wenn ich vielleicht Regressansprüche haben sollte an den Vercharterer, weil es irgendwelche Wartungsprobleme gab? Da ist man gerade als Anfänger natürlich oft mal auf verlassenen Posten. Und wenn ich hier aber eine starke Agentur im Hintergrund habe, dann habe ich hier einfach jemanden, der sich für mich einsetzen kann, der mir auch dann sagen kann, wie ich mich verhalten soll. Und das ist bei uns nicht selten, dass ein Kunde einfach mal anruft von vor Ort und sagt, du, ich bin gerade in der folgenden Situation, da ist gerade das Segel zerrissen, wie soll ich denn jetzt mit der Situation umgehen? Ja, und da finde ich es einfach ganz, ganz wichtig, dass ihr euch nicht irgendeine Online-Agentur aussucht. Wie gesagt, ich freue mich natürlich am meisten darüber, wenn ihr zu uns kommt, wenn ihr uns euer Vertrauen schenkt, wenn wir diesen Part übernehmen dürfen für euch, wenn wir euch euer Schiff raussuchen dürfen oder euch beraten dürfen hier und euch dann auch betreuen dürfen, wenn ihr vor Ort seid und hier einfach auch Hilfe braucht. Nächster Punkt ist Nummer 6, die richtige Schiffswahl. Hab gerade schon gesagt, die Agentur sollte euch diesbezüglich logischerweise unterstützen. Bei uns ist es so, ich blende euch da mal eine Infokarte mit ein. Da könnt ihr bei uns auf der Webseite zum Beispiel alle Schiffe, die wir im Vorfeld schon mal aussortiert haben, für euch weltweit vergleichen, euch rauspicken, euch anschauen. Und normalerweise ist es so, ihr sucht euch da das Schiff aus. Ihr könnt euch die auf eine Wunschliste packen und könnt uns dann zum Beispiel diese Wunschliste als E-Mail automatisch zukommen lassen. Wir können euch dann individuelle Angebote dazu zukommen lassen, auch noch vielleicht ein paar Alternativen, weil wir vielleicht noch ein bisschen mehr und bessere Zugriffe haben als jetzt nur die Website-Suche. Und das ist natürlich wichtig. Aber ich möchte hier nicht nur sagen, wie man jetzt diese Schiffssuche macht, sondern es geht ja in erster Linie darum, welches Schiff ihr euch buchen sollt. Ihr solltet natürlich ein Schiff chartern, welches ihr zumindest vom Typ und von der Größe her schon kennt. Wenn ihr bisher immer auf einer 36-Fuß-Yacht als Crewmitglied wart, dann solltet ihr keine 50-Fuß-Yacht buchen, logischerweise. Denn ein größeres Schiff verhält sich natürlich auch wieder ganz anders. 1-2 Fuß machen hier jetzt nichts aus, aber ich würde schon darauf achten, dass ihr ein Schiff euch aussucht, welches dem entspricht, was ihr bisher auch gefahren seid. Dass ihr einfach etwas Bekanntes habt, etwas habt, wo ihr euch schon mal wohlfühlt, wo ihr wisst, wie dieses Schiff reagiert, wenn ihr es fahrt. Also hier auch darauf achten, dass das passt. Siebter Punkt ist etwas, was jeder Skipper bei jedem Turn machen sollte. Und das ist die Einweisung. Die Einweisung der Crew auf dem Schiff, bevor man rausfährt. Normal ist es ja so, dass erst einmal der Base Manager den Skipper und den Co-Skipper einführt in die Yacht, einem die ganzen technischen Details zeigt, die ganzen Funktionsmöglichkeiten zeigt, den Kartenplotter zeigt, wo ist das Solarpanel, wo ist der Werkzeugkasten, wie werden die Hebel umgestellt, wie wird das Klo benutzt und all diese Dinge. Dann ist es so, dass wenn alle mal zur Ruhe gekommen sind und das Gepäck ist verstaut, dass der Skipper einen Zeitpunkt ausmachen sollte, der meiner Meinung nach nicht direkt vor dem Auslaufen sein sollte, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich finde, man sollte einfach Zeit haben, keinen Druck verspüren, dass man gleich raus muss und dann mit der Crew alles in Ruhe durchgehen. A, das Schiff, sprich all die Dinge, die der Base Manager mit einem durchgegangen ist. B, und das ist noch viel wichtiger, die ganzen Sicherheitsaspekte, die ganzen Sicherheitsvorkehrungen. Wo sind die Schwimmwesten? Wie werden sie angelegt? Legt sie mal an. Wie wird dies und jenes bedient? Was machen wir in dem einen oder in dem anderen Fall? Das ist etwas, was leider Gottes auch mit der Zeit oft so ein bisschen verschwindet, aber es ist einfach essentiell, es ist extrem wichtig. Der nächste und achte Punkt ist der, der auch damit so ein bisschen mit noch eine Rolle spielt, und zwar der achte Punkt heißt, die Crew mit einbeziehen in die Arbeiten auf dem Boot. Und das beginnt schon bei der Einweisung, denn da sollte man meiner Meinung nach die Crewmitglieder schon auf die einzelnen Positionen verteilen.
da sollte man schon sagen, okay, du bist für diesen Turn einfach verantwortlich für Mooring und Anker. Du bist verantwortlich dafür, dass immer die Fender draußen hängen. Du bist verantwortlich dafür, dass du die Backbordleine hast. Du bist verantwortlich dafür, dass du die Steuerbordleine hast. Also diese Rollenverteilung würde ich auch geschickt wählen, dass ich jetzt zum Beispiel nicht den Erfahrensten außer mir für die Fender abstelle, sondern dass der jetzt vielleicht die Mooringleine macht oder hinten an den Leinen ist. Also hier auf jeden Fall mal die Crew schon mal verteilen und auch schon mal eine kleine Trockenübung vielleicht machen, dass jeder schon mal im Kopf weiß, okay, was ist zu tun. Das hilft dir natürlich auch als Skipper, dass du dann genau weißt, okay, wie ist der Ablauf, wie wird er laufen, wer wird wo stehen, wer wird wann was machen. Und später dann auf dem Wasser, und das habe ich mit dem achten Punkt gemeint, die Crew wirklich in die Arbeit mit einbeziehen. Du bist nicht allein auf dem Boot, auch wenn du der Skipper bist. Du bist auch nicht dazu abgestellt, dass du alles alleine machen musst und jeder liegt nur da und trinkt seinen Cocktail oder was auch immer und du musst arbeiten. Nein, so ist es nicht. Man ist hier eine Crew, man sollte hier auch gemeinsam arbeiten und das sollte von Anfang an klar kommuniziert werden. Im besten Fall sogar schon auf den Crew-Treffen im Vorfeld, dass schon mal jeder da seine Position vielleicht sogar schon mal weiß. Das ist noch besser. Und dann erleichtert es natürlich auch die Arbeit des Skippers während des Turns und es gibt einem wirklich, wirklich Beruhigung. Also mir gibt es heute noch eine gewisse Beruhigung, wenn ich genau weiß, wer wann was zu tun hat, dann kann ich mich auf meine Sachen konzentrieren und mit den Tagen oder mit der Zeit wird es dann auch wirklich immer lockerer. Da komme ich dann nämlich auch schon an den neunten Punkt. Der neunte Punkt ist einer, den ich auch heute noch immer beherzige und das ist der, dass ich am ersten Tag das Schiff mal richtig kennenlerne. Am ersten Tag will ich ein paar Manöver fahren. Wenn ich draußen bin, ziehe ich mal alle Segel raus. Ich will einfach wissen, passt alles, funktioniert alles, hängt irgendwo was, ja. In der ersten Bucht mal ein Ankermanöver fahren, vielleicht nochmal den Anker raus, vielleicht den anderen mal steuern lassen, den Co-Skipper steuern lassen. Einfach ein paar Dinge probieren, schauen, ob das eine rechtsdrehende oder linksdrehende Schraube ist, damit ich weiß, wie sich das Schiff verhält, wenn ich rückwärts irgendwo einparken will. Das Schiff kennenlernen. Die Crew probieren lassen. Wenn ich das am ersten Tag ein bisschen verstärkt mache, dann tue ich mir damit einen Gefallen für die nächsten Tage. Ja, da sind wir jetzt auch schon beim letzten Punkt, beim zehnten Punkt. Und das ist auch einer, den ich heute noch berücksichtige. Ich gehe nie ohne Versicherung aufs Wasser. Ohne eine Skipperhaftpflicht aufs Wasser zu gehen, ist aus meiner Sicht fast schon fahrlässig sich selbst gegenüber, weil Forderungen, die an einen Skipper gestellt werden können, aus welcher Sache auch immer, sind nicht einschätzbar. Und dagegen kann man sich einfach versichern, indem man eine Skipperhaftpflichtversicherung macht. Es gibt genügend Versicherungen am Markt, ob das die Hamburger Yachtversicherung Schomacker ist, ob das die Yachtpool ist, die Panthenius ist, die Ice ist. Also da gibt es genügend und da würde ich auf jeden Fall diese Versicherung machen. Die zweite Versicherung, die ich auch persönlich immer abschließe, ist die Kautionsversicherung. Die schließe ich dann auch immer gemeinsam mit der Crew ab, weil die Kaution, die für das Schiff hinterlegt werden muss, die ist ja in erster Linie mal dafür da, dass Schäden oder eventuelle Schäden am Schiff dann eben über diese Kaution beglichen werden. Und ich finde, da man als Crew gemeinsam auf diesem Schiff ist, sollte diese Versicherung auch gemeinsam bezahlt werden. Es kann immer mal was passieren. Das ist auch kein Beinbruch, wenn mal ein Fender verloren geht. Es ist einfach so, dass mal was kaputt gehen kann. Vielleicht ist es auch mal irgendwie eine Klemme, die abbricht, wo man dann sagt, oh, die habe ich nicht abgebrochen, ja, das war einfach Verschleiß, der Vercharterer weiß aber auch nicht, was er machen soll, der Eigner will ja irgendwie die Klemme ersetzt haben, also geht es dann vielleicht doch von der Kaution runter und bevor auch solche Probleme entstehen, gerade beim ersten Turn, macht diese Kautionsversicherung, sichert das ab, teilt die Kosten für die Kautionsversicherung durch die Crewmitglieder, dann sind es wirklich nur ein paar Euro, gar nicht der Rede wert und dann hat sich die Sache erledigt. Ja. Das waren mal meine 10 Tipps für euch, wenn ihr das erste Mal auf Turn seid. Ich habe aber noch einen kleinen Zusatztipp für diejenigen, die vielleicht immer noch ein bisschen sich unsicher fühlen und sagen, ich traue mich noch nicht so 100% als Skipper diese Verantwortung auf mich zu nehmen. Euch würde ich empfehlen, einfach für ein oder zwei Tage einen Skipper mit dazu zu buchen. Man muss die Skipper nicht gleich für den gesamten Turn dazu buchen, sondern man kann einen Skipper auch wirklich nur für ein oder zwei oder von mir aus auch drei Tage dazu buchen. Das ist natürlich toll, weil dann kann ich dieses Schiff erst recht kennenlernen. Ich kann mit dem Skipper vereinbaren, dass ich selber dieses Schiff fahre und dass er quasi nur
eine beratende Funktion übernimmt oder einfach vielleicht nur dann eingreift, wenn es aus seiner Sicht nötig ist. Und somit kriege ich nochmal eine extrem starke Sicherheit, gerade auch für dieses Schiff, für dieses Revier. Ich kann an dem ersten Tag gemeinsam mit einem erfahrenen Mann ein- und ausparken, ankern, wie auch immer. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir überlegen würde, wenn ich das erste Mal aufs Wasser gehe und mir vielleicht immer noch nicht so ganz sicher bin. Alternativ dazu kann man auch den ersten Turn im Zuge einer Flottille machen. Eine Flottille muss man sich so vorstellen, man ist dann quasi eines von vielen Schiffen, die gemeinsam starten und jeden Abend ein gemeinsames Etappenziel haben. Es gibt dann immer ein Führungsschiff quasi, dort ist dann ein Profiskipper drauf, da ist auch ein Techniker drauf und die unterstützen einen, wenn man zum Beispiel technische Probleme haben sollte, beziehungsweise auch beim Ab- und beim Anlegen, und die halten dann auch jeweils immer einen Platz frei, wenn man zum Beispiel dann irgendwo abends den Treffpunkt an einem bestimmten Steg hat, dann ist dieser Steg schon reserviert für diese Flottille, das heißt, man muss hier jetzt auch nicht irgendwie einen Liegeplatz suchen, sondern man weiß, dort, wo ich heute Abend hingehe, da ist auf jeden Fall ein Platz für mich reserviert, da sind dann auch bekannte Gesichter, die mir beim Anlegen helfen, und so bekomme ich natürlich auch nochmal eine zusätzliche Sicherheit für meinen ersten Turn. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit der heutigen Folge wieder einige Tipps geben. Vielleicht konnte ich euch auch ein bisschen Mut machen für den allerersten Turn. Wenn dem so ist, meldet euch bitte einfach bei uns. Wir helfen euch gerne weiter, beraten euch bezüglich Schiff, bezüglich Revier. Wir wissen, welcher Vercharterer qualitativ gut ist und das richtige Schiff dann auch für euch hat. Und ansonsten solltet ihr noch andere Fragen haben, packt es einfach in die Kommentare, schreibt uns eine E-Mail oder auch dann ruft uns einfach an. Ja, ansonsten freue ich mich dann einfach auf nächste Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, dann natürlich bitte einfach einen Daumen nach oben. Da freue ich mich dann immer persönlich sehr darüber. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund und bis dann. Ciao.